So, Konst, ich gucke mir hier gerade deinen Shaker an. Du hast mir gerade erklärt, das ist ein Calabrese-Shaker. Also hört sich ziemlich italienisch an, sieht zumindest fancy aus. Ja. Und damit stellst du jetzt was an, ne? Damit stelle ich jetzt was an. Also nicht nur mit dem Shaker, auch mit dem Rum natürlich. Zu dem Shaker ist es im Endeffekt mein Werkzeug. Und dadurch, ich kann damit handlingstechnisch ein bisschen besser arbeiten. Und deswegen habe ich mich für diese Art der Shaker entschieden. Wir machen heute den Ru Papagayo. Ist ein Drink, den ich entwickelt habe hier in der Bar. Also wenn ihr Lust habt und in der Nähe seid, könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir starten immer mit der günstigsten oder mit der günstigeren Zutat. Und zwar fangen wir an mit 1 cl Zitrone. Drei cl Rhabarbersaft. Kardamombitter, davon nur ein Tropfen. Dann haben wir einen Sirup, und zwar zur Hälfte Mango und zur anderen Hälfte Mandel. Und dann natürlich Papagayo rum. Machen wir schön 5 cl. Und das Ganze shaken wir. Wie gesagt, zu Hause könnt ihr ganz entspannt andere Equipments nehmen, indem ihr Marmeladengläser, was kann man noch nehmen? Irgendwas, was man zusammenhalten kann. Man kann rein theoretisch auch irgendwelche Dosen nehmen, wo man das zusammenschütteln und hier shaken. So. Durch das Shaken im Gegensatz zum Rühren bekommt man einfach ein bisschen mehr Schmelzwasser. Die Zutaten werden unter Luft sozusagen aufgewirbelt. So. Das Ganze wird auf Eis serviert und bekommt auch ein bisschen Deko obendrauf. Da könnt ihr auch komplett eure Ideen fließen lassen. Orange, Limette passt super. Das ist komplett euch überlassen. So, meine Lieben, ich wünsche euch alles zum Wohl. Vielen Dank, Konsti.